Hey Leute, herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's Help Wanted. Das ist eine Weile her, dass ich was hochgeladen habe. Ich möchte in diesem Video, während wir zocken, ein bisschen erklären, woran das Ganze liegt, dass ich seit längerer Zeit nichts mehr hochgeladen habe. Okay. Wir gehen auf Fortsetzen, weil ich habe das Ganze schon privat gespielt, so ein bisschen, aber ohne VR. Das ist die Sache. Ja. Was habe ich getan? Was tue ich? Jetzt, FNAF 1. Let's go. Ich würde sagen, wir machen immer so irgendwie ein paar Nächte von einem Spiel, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Grund, warum ich längere Zeit nichts mehr hochgeladen habe. Zum einen war ich mit zwei größeren Projekten beschäftigt. So. Ja, hallo. Irgendwas funktioniert hier nicht richtig mit VR, glaube ich. Irgendwas ist merkwürdig. Ich habe aus Versehen schon 5% verbraucht, obwohl ich gar nichts mache. Meine Hand macht diesen hier, das gefällt mir gar nicht. Ich habe zwei Projekte gehabt. Einmal das, was ich jetzt einblende. Im PC quasi. Für Funsies eigentlich nur. Der ist eigentlich nur da, dass er wie eine Konsole funktioniert. Der steht dann irgendwo da hinten. Und wird über einen Xbox-Controller bedient, quasi. Das ist alles. Aber ich kann eine Cam für Foxy? Da läuft einer. Das ist ja frech. Ja. Ach doch, hier unten ist Foxy, klar. Der hat der PC zum einen und zum anderen habe ich meine Konsolen, also meine Switch, mein 3DS und meine Wii U. Gehackt quasi. Ich habe Homebrew installiert, Custom Firmware. Das hat mich auch Wochen gekostet jetzt. Deswegen kam sehr sporadisch Videos. Und zum anderen ging es mir halt mental auch nicht so, wie man meinen sollte. Also, alles klar. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, wo ist Freddy hier noch? Freddy steht da noch. Das wäre es jetzt gewesen. Nacht 1, Freddy weg. Ja. Zwei große Projekte hatte ich gehabt, zwei private große Projekte und dann halt noch meine mentale Gesundheit, die ich erstmal hinkriegen wollte. Weil, wenn ich mich dann hinsetze, und das habe ich versucht, Videos aufzunehmen, man merkt, dass ich mich dazu zwinge, Videos aufzunehmen. Und das fühle ich halt überhaupt nicht so. Machen wir nochmal zu. Weil ich gerade nicht weiß, wo Chica ist. Chica könnte auch gerade in der Küche sein. I don't know. Könnte auch noch hinten in der Ecke stehen. Mach mal zu hier. Achso, der ist erst da. Können wir hier nochmal aufmachen? Oh, hallo. Wo war ich jetzt? Ich hab komplett den Faden verloren, weil ich mich auf die zwei hier konzentriere. Kannst du auch abmachen jetzt wieder. Steht er da hinten? Ich werde die Tür mit Sicherheit nicht aufmachen, auch wenn du da hinten stehst. Kannst du vergessen. Aber ich habe keinen Plan, wo Chica ist, Alter. Wir wollen nicht da hinten. Ich
Schritte machen mich auch wahnsinnig. Okay, alles klar, dann steht er da anscheinend noch. Kein Plan, ob das jetzt gelogen ist. Chica steht da hinten. Wusste ich's doch. So, sind wir jetzt eigentlich wieder safe hier, was Bonnie angeht? Anscheinend. Ich habe auch keinen Plan, wo der jetzt ist. Oh! Das ist jetzt uncool mit Foxy. Das ist auch uncool. Das ist alles ziemlich uncool. Wie viel Zeit haben wir noch? Es ist 5 Uhr. Naja, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Was wollte ich sagen? Wenn ich mich hinsetze und mich quasi quäle, Videos zu machen, merkt man das sofort in der Qualität der Videos. Denen ist zack dann einfach. Ist alles doof. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt nur 1% habe und Bonnie da steht. Fuck. Und man merkt halt einfach, dass dann die Qualität sinkt und auch beim Bearbeiten habe ich dann... Yes! Beim Bearbeiten habe ich dann auch keine Lust mehr so und dann sinkt einfach die Qualität der Videos und das will ich nicht. Ich will cleane Videos haben. Ich weiß, dass meine Videos nicht perfekt sind, aber... Oh. Sie sollen zumindest so sein, dass ich sage, yo, das kann man so hochladen. Das würde ich mir selbst auch angucken. Das ist so für mich das Ziel, dass ich sagen würde, ich gucke meine eigenen Videos an, ich finde das qualitativ in Ordnung. Kobe! Ich will wissen, was da hinten ist, oder da. Ist das alles modelliert oder sind denn da einfach irgendwelche Wände so, dass man quasi nur diesen Raum sieht, wo er steht. Und quasi, dass da auch nur so weit geht, wie man reingucken kann. Das wäre interessant. Ich weiß auch nicht, bei wie vielen Minuten ich jetzt bin. Ich würde sagen, wir belassen es bei Nacht 1 jetzt erstmal. Als kleines Einstiegsvideo, als kleines Erklärvideo. Wieso, warum Videos nicht kamen und so weiter. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir. Und wir sehen uns dann hoffentlich in Zukunft wieder öfter.